Hey ihr Lieben, willkommen zu diesem heutigen Video. Heute habe ich die versprochene Roomtour für euch und ich werde euch alles zeigen, was sich hier so in unserer Wohnung getan hat, wie es hier aussieht, was wo steht und einfach alle Besonderheiten und wie wir das Ganze hier so eingerichtet haben, sozusagen unser neues Leben. Ich möchte jetzt auch gar nicht so viel rumquatschen am Anfang. Ich würde sagen, ich zeige es euch einfach mal. Hinter mir seht ihr den neuen Hintergrund schon. Ich habe mich jetzt auch einfach gar nicht schön positioniert oder so, sondern wirklich nur mitten in die Wohnung reingestellt, weil es ja um die Wohnung heute geht. Und ich würde sagen, ich zeige euch einfach alles. Kommt mit! Hier kommt man rein in unsere Wohnung zur Eingangstüre und rechts steht ein ziemlich großes Buchregal. Da sind alle unsere Bücher, meine Mangas, meine normalen Bücher, ein paar andere Sachen wie kleine Fotoalben und noch ein paar PlayStation-Spiele, die im anderen Regal nicht mehr reingepasst haben, drin. Und dann sieht das Ganze einfach sauber aus. Gegenüber haben wir ein Schuhregal, da sind eine Menge Schuhe drin. Nicht alle haben reingepasst, aber die meisten. Und sieht einfach auch ordentlich aus. Obendrauf haben wir Schlüsselschalen, natürlich meine mit einem Kaktus, was auch sonst. Und so unfassbar süße Klemmerchen, die wahrscheinlich niemals irgendjemand benutzen wird, aber ich finde sie einfach nur goldig. Links daneben geht es rüber ins Bad, rechts haben wir einfach eine große Dusche, die ist wirklich super praktisch und groß geräumig, also kann man wirklich klasse duschen, großes Becken, unser süßer Kleiderschrank mit den krummen Griffen, eine Waschmaschine und ein Klo. Wir haben hier zwei Kommoden aufgestellt, da sind alle Sachen wie Handtücher, Badesachen und so weiter drin. Und links habe ich den Putzschrank, den habt ihr gesehen beim Umzugsvideo. Da habe ich alle meine Putzsachen drin und auch das Werkzeug, damit es einfach schön aussieht und nicht so rumliegt. Die Boxen hier oben drauf, die sind für Dreckwäsche, 30 Grad hell, 30 Grad dunkle und heiße Wäsche. Also von daher mega praktisch. Gegenüber, wenn man rausgeht aus dem Bad, kommt man direkt ins Schlafzimmer und da habe ich rechts so eine kleine Regal-Sache, Möbelstück-Dingens, ihr wisst, was ich meine, meine Klamotten, die noch so ein bisschen rumhängen, damit sie einfach nicht liegen und natürlich Bett mit den ganzen Nachtkästchen und ein paar Hausschuhe und ein bisschen Kram. Oben haben wir ein Fenster mit einem coolen Rollo und einem Fliegenschutz und Dommys Kleiderschrank, den kennt ihr ja mittlerweile schon. Dann gehen wir wieder raus aus dem Bad und links hat es dann gleich weiter so einen kleinen Schlüsselkasten bzw. ein kleines Regal mit den ganzen Spielen von uns auf 100.000 verschiedene Plattformen gesammelt und auf der anderen Seite unseren Telefontisch mit den verschiedenen Dekoartikeln und so habe ich mich durchgesetzt, dass ich die aufstellen durfte und oben drüber mein eigenes kleines Regal, da liegt immer meine Uhr, meine Brille und oben drauf liegt einfach immer so ein Duftdingens, damit ich das einfach nicht vergesse mitzunehmen, wenn ich zur Arbeit gehe. Dann geht man weiter ins Wohnzimmer, kommt direkt auf den Essbereich zu. Da gibt es eine Eckbank und einen Tisch mit einfach verschiedenen Stühlen und so. Ich habe so eine tolle Obstschale draufgestellt. Es ist zwar kein echtes Obst, aber es sieht einfach unheimlich hübsch aus, finde ich. Und macht einfach gleich direkt irgendwie wohnlicher, finde ich. Rechts ist dann der Wohnbereich in Form von Couch mit Esstisch, meine coolen Holzschale, ein kleines Regal noch, das Kallax, das kennt ihr auch, wie ich das hochgeschleppt habe aus dem letzten Video bzw. aus dem Umzugsvideo. Der große Fernseher mit dem Lowboard, da haben wir ein paar Spiele drin, Brettspiele und sowas, Golfsachen, meine Wanderstöcke und natürlich dann zu guter Letzt noch mein Kleiderschrank, der steht bei uns mitten im Wohnzimmer sozusagen. Aus dem Wohnzimmer dann, wenn man sich nach links bewegt, am Kachelofen vorbei, dann kommt man direkt Richtung Balkontüre. Da haben wir einen kleinen Balkon, so einen lustigen dreieckigen. Und wir haben zwar noch keine Balkonstühle, die haben wir irgendwie noch nicht so richtig besorgt, ist aber auch nicht so wichtig auf den Winter. Aber einen Tisch haben wir schon mal, den finde ich echt hübsch. Und natürlich einfach die Aussicht, die man da genießen kann, sozusagen richtig schön. Da ist die Sonne gerade schon untergegangen. Drin ist man dann direkt in der Küche, da haben wir so eine coole Bar mit so ein paar Barhockern und sowas, also wirklich echt praktisch, da sitzen wir auch ganz gerne. Und links habe ich noch so einen Ständer für Klamotten, Jacken, Schals und so weiter, damit es einfach auch nicht so rumliegt. In der Küche habe ich ein bisschen Arbeitsplatte und dann einfach einen Induktionsherd. Da musste ich mir erstmal neue Sachen besorgen, weil nicht alle Pfannen und Töpfe funktioniert haben. Aber das habe ich schon gemacht.
Dann habe ich darunter einfach ein bisschen Stauraum, Backofen, ein paar Schränke, eine Spülmaschine und noch mal ein bisschen Arbeitsplatte oben und eine Spüle natürlich. Oben auf der Ablage, da habe ich eigentlich fast nur Gewürze stehen und mein Zebra-Rollending ist immer. Aber eigentlich ist es eine Gewürzablage, sage ich jetzt mal bei mir. Auf der anderen Seite von der Küche habe ich nochmal mein kleines Kallax. Da sind meistens einfach nur so Tee, verschiedene Sachen wie Tupperboxen und sowas drin, was man nicht so oft braucht, was halt einfach nicht einstaubt. Oben sind Kochbücher und Frühstückssachen drauf. Auf dem Tisch ist eine mega coole Waage, die habe ich von meiner Mom bekommen, richtig süß. Ein paar Elektrogeräte. Oben in dieser süßen Schale, da habe ich die ganzen Topfuntersätze. Natürlich in rosa, die schwabbeligen Blümchen, die kennt ihr ja. Und natürlich eine Kaktusschale. Unten drunter sind einfach ein paar Schränke nochmal. Und links daneben halt einfach die Mülleimer. Sehen nicht hübsch aus, müssen aber auch irgendwo hin. Direkt daneben steht unser Kühlschrank. Der ist einfach so da und oben haben wir einfach an der Schräge so ein paar schöne Bilder von uns aufgehangen, beziehungsweise von der Familie und so. Und auf der gegenüberliegenden Seite das Magnetboard, beziehungsweise einfach unseren Vorratsschrank, wo eigentlich im Prinzip alle Lebensmittel großartig drin sind, die wir jetzt so haben, die jetzt nicht im Kühlschrank oder so sind. Also fast alles eigentlich ist da so drin. Wenn man durch die Küche läuft, kommt man dann Richtung Wintergarten. Der ist so ein bisschen ja das Highlight von der Wohnung. Da kommt man direkt auf unseren Schreibtischbereich zu, der immer ein kleines bisschen unaufgeräumt aussieht, ich weiß. Aber es geht noch, finde ich. Links ist Dommys Schreibtisch und sein Gamingplatz, beziehungsweise einfach sein Computerplatz, halt einfach seine Pflanzen. Er ist ja so ein Grünpflanzenmensch. Und noch ein paar Sachen von mir, wie mein Stativ, meine Lampen und so weiter. Aber das steht halt einfach irgendwo rum immer. Dann der Ausblick nach vorne zu den Bergen und mein PC-Platz. Meiner ist auch immer so ein bisschen mit Kabel gewurschtelt, aber das seid ihr ja gewohnt. Und dieses süße, unfassbar tolle Ding, da ist einfach, bin ich nicht dran vorbeigekommen. Das habe ich von Domi bekommen und ich finde es unheimlich toll. Eigentlich liegt es nur im Weg, aber ich finde es trotzdem süß. Rechts neben meinem PC-Platz habe ich mein Kaktusregal. Sind noch nicht alle, aber die meisten sind da. Aber das macht ja in dem Sinne auch nicht mehr so viel Unterschied. Dann geht es rechts weiter, kann man auch wieder schauen, richtig schön den Sonnenuntergang beobachten, dann auf der Seite. Und da habe ich dann meinen Platz, das ist meine Konsolenarmee, mein Fernseher, da kommt noch so ein toller Stuhl dann hin. Meine Vitrine mit meinen Pokalen, mein Schwert oben und dann Dommys Karte, weil die einfach unfassbar schön aussieht. Deswegen haben wir die da hingehangen. Ein Stück weiter rechts sind dann einfach die Getränke und mein Schminktisch. Und vor den Fenster kommt, wie gesagt, dann noch so eine Liege, Sessel, irgendwas hin. Mein Schminktisch, den habe ich euch ja schon mal gezeigt. Und zwar ganz, ganz ausführlich, was ich wie gelagert habe, warum ich das so gemacht habe, warum er aussieht, wie er aussieht und welche Geschichte dahinter steckt. Dieses Video, das, falls ihr es noch nicht gesehen habt, verlinke ich euch einfach unten in der Infobox. Natürlich habe ich mich jetzt recht kurz gehalten und habe euch nicht jedes einzelne popelige kleine Detail gezeigt. Das heißt, wenn ihr irgendwas noch wissen möchtet oder so, warum ich was wie eingerichtet habe oder vielleicht warum ich was wie irgendwie nicht so gemacht habe, dann lasst es mich wissen und ihr kriegt sicherlich eine Antwort von mir. Mit der Roomtour, die heute online kommt, die ihr euch heute angesehen habt oder gerade anseht, kann ich nur so viel sagen. Die Wohnung ist fertig und willkommen in unserem neuen Leben sozusagen. Ich hoffe natürlich, dass euch die Wohnung ganz genauso gut gefällt wie uns. Wir sind natürlich sehr begeistert und natürlich hat sie ihre kleinen Eigenheiten, so wie jede Wohnung, so wie jeder Platz zum Leben. Aber die ist sowas, das lernt man dann kennen und lernt man auch irgendwie dann lieben, sage ich jetzt mal. Einfach, das ist sowas, wo dann irgendwie so einzigartig ist und ich finde das eigentlich total cool. Deswegen kann ich nur sagen, ich fühle mich sehr wohl hier. Domi glaube ich auch und uns gefällt es wirklich sehr gut. Ich hoffe, dass es euch genauso gut gefällt. Dürft mir gerne mal verraten, wie ihr findet, wie wir die Wohnung eingerichtet haben, ob ihr was anderes gemacht hättet oder ob ihr es genauso gemacht hättet. Ich bin gespannt, lasst es mich wissen. Ich möchte jetzt auch gar nicht mehr so lange reden. Im Prinzip, ich habe alles gesagt, ich habe euch vor allem alles gezeigt. Wie gesagt, wenn ihr noch was wissen wollt, wenn ihr euch noch irgendwas genau ansehen wollt, dann lasst mich einfach wissen. Ansonsten war es das und ich beende das Video auch schon wieder und hoffe, dass es euch gefallen hat. Ihr schaltet das nächste Mal wieder ein. Macht gerne ein Abo, falls ihr neu hier seid. Dann sage ich mal willkommen auf dem Kanal. Für diejenigen, die schon immer hier sind oder einfach länger, sage ich einfach mal, ich hoffe, ihr schaltet wieder ein und bis zum nächsten Mal. Tschüss!